Bitte schön. Ah, die Herren. Christian, Gero. Die Hälfte der Band, die andere Hälfte ist schon zu Hause in Weihnachtsvorbereitung. Jede Menge Erinnerungen häufen sich im Bandraum von Fury in the Slaughterhouse. Auch nach 35 Jahren probt die Kultband teilweise noch hier oder sitzt beisammen im Glocksee-Jugendzentrum in Hannover. Ich entschuldige mich bei Kai für meinen Gesang, aber ich tue mein Bestes. Let us be the ones to live our lives. Shake up all the demons and deeds in agreement. Just like in a dream. Let us be the ones. Tja, damit ist bewiesen, auch Gitarrist, Keyboarder und Bassist von Fury haben wohl mehr als ein Talent. Sänger Kai ist für die finale Version aber natürlich nicht wegzudenken. It's all about you. It's all about gerade in Zeiten der Pandemie wollen sie den Menschen mitgeben, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten und auch an andere zu denken. Und darum geht es in dem Song, dass wir eigentlich, wir können auf dieser Welt nur was retten, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen. 1986 startet die Band in diesem Raum ohne Fenster, direkt nebenan. Jeden Tag proben sie 4 bis 5 Stunden am Stück. Erst später kommt der Aufenthaltsraum mit dazu. Also ich glaube, einer der Gründe unseres Erfolges ist, dass wir einfach eine verdammt sture Bande sind, die einfach gesagt haben, ja, wir machen es halt. Und das führt zum Erfolg. Jede Menge Konzerte und internationale Tourneen folgen. Und die Musik von Fury ist auch heute noch nicht wegzudenken und noch lange nicht in die Jahre gekommen. This is not the time to wander. And this is not the time to cry. Der Proberaum hingegen wirkt schon ein bisschen urig. Aber dafür hat er eine Menge Charme und die Deko ist natürlich pure Bandsache. Es ist natürlich in so einem Keller ein bisschen dunkel und grau immer alles. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, weißt du was, wir machen diese ganzen Saris hier an die Wand. Weil dann hast du wenigstens so ein bisschen sonniges Gefühl im Herzen. weil man verbringt schon eine Menge Zeit. Und dieses sonnige Gefühl transportiert auch ihre Musik. Gerade im Winter und zu einem neuen Weihnachtsfest in der Pandemie ist das genau das Richtige. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.